Es ist der 9. Oktober und wir feiern heute den Namenstag von Dionys, Dennis und Dennis mit einem N und mit zwei N. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Ja, woher kommt der Name Dionys eigentlich oder Dennis eigentlich? Es ist in der griechischen Götterwelt Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Soweit dazu. Und wegen des Lärms und den sein Gefolge veranstaltet, auch Bromius Lärmer, Bacchus oder Bacchus der Rufer genannt und der jüngste der griechischen Götter. Aktuell ist Dionys 69 Jahre alt und beim Dennis, das ist ja eher so das Geläufige, kann man das lesen, 24 schätzen wir da mit 2 N und mit einem N. Ich schaue mal eben, Denis, zack, 27 Jahre alt, kann man in der App alles herunterladen. Ja, warum feiern wir heute den Namenstag am 9. Oktober? Das liegt am Todestag von Dionysius von Paris. Das war ein Missionar in Gallien. Das war der erste Bischof von Paris, der von Papst Fabius nach Gallien geschickt wurde, um dort die Worte des Christentums zu verkünden. Tja, der Gouverneur ordnete Verhaftung an und dann auch die Enthauptung. Das wollten die halt nicht so gerne, die Römer zur damaligen Zeit. Ja, welche berühmten Dennis kennen wir? Dennis Scheck, der Literaturkritiker, Dennis Schröder, Basketballspieler bei den Atlanta Hawks zurzeit und Dennis Augo, den Fußballspieler. Ja, weitere Informationen, unsere App Namechecker, die kann man sich im App Store Google Play herunterladen, ist kostenfrei und da findet man alles zu Namen, Namensbedeutung, Altersschätzung und so weiter. Und wie man Namenstag im Dialogmarketing einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marancon.de/namenstag. Herzlichen Glückwunsch, Dennis Dionysius. Zum Namenstag.